und herzlich willkommen. Wir begrüßen euch zur nächsten Runde. Ganz herzlich, ihr hört, die Stimme hört sich ein bisschen anders an, liegt einfach daran, weil wir jetzt ein neues Mikrofon haben und damit jetzt natürlich ein bisschen anders aufnehmen können. Das hält uns allerdings nicht davon ab, jetzt hier nochmal eine Runde mit dem Krieger aufzunehmen. Und wir schauen uns das Ganze mal ein bisschen an. Heute braucht es wieder lang, bis wir einen entsprechenden Gegner bekommen. Und denkt bitte immer dran, die Farbe des Edelsteins in der Mitte einer Karte verrät ihre Seltenheit. Sehr schön. Und wir bekommen einen würdigen Gegner und das ist in diesem Fall Garrosh, ein Jäger. Rexha. Also Hundekacke bekommen wir. Ich hoffe, von der Lautstärke geht's. Ich habe jetzt mal ein bisschen eingestellt und es sollte eigentlich gehen. Und wir schauen, dass wir ja gegen ihn ankommen. Ich glaube, sie lasse ich noch mit dabei. Den hier nehmen wir mal mit, falls er irgendeine eklige Karte spielt, obwohl ich eigentlich lieber irgendeine Waffe noch hätte. Naja, und die ist natürlich noch schlechter. Ich denke, wir coinen deswegen raus mit unserem... Grüße. Oh, das ist schön. Grüße. Wir coinen deswegen raus mit ihm. Das war's. Aus dem einfachen Grund, er sollte eigentlich... Na gut, er kann jetzt ein Tier spielen. Gut gespielt. Aber er hat offenbar kein Tier. Gut gekämpft. Ich ergebe mich. What? Ach, das war zu einfach. Wieder mal ein Angstjäger. Aber ja gut, soll's recht sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei ihm für den. Er wird wahrscheinlich noch probieren hochzusteigen, damit er schneller in die 500 kommt. Tja. Die Runde war jetzt wirklich schnell, die Aufnahme geht nur 2 Minuten. Ich danke euch trotzdem vielmals fürs Zuschauen und ja, blöde Einweihung jetzt fürs Mikrofon eigentlich. Ich hätte gern eigentlich jetzt irgendeinen total epischen Kampf gehabt, aber naja, man kann sich's halt nicht immer aussuchen. Wieder mal ein Angstjäger, schade. Aber ich bedanke mich trotzdem beim Briscope. Also, dann bis zur nächsten Runde. Ihr dürft trotzdem Kommentare abgeben, was ihr von dem Blick an der Seite haltet. Ciao, ciao.